ihr Lieben, das neue Jahr ist schon ein paar Tage alt und vielen bleibt wieder die Hoffnung auf ein neues Glück und Freude. Ein Jahr, das sind 12 Monate, 52 Wochen, 365 Tage, 8.760 Stunden und 525.600 Minuten. So mancher denkt, wo ist nur die Zeit geblieben? Flux ist das Jahr vorbei. Und kommt 2020 das Glück auch zu mir? Oder bin ich meinem derzeitigen Glück zufrieden? Was kommt in diesem Jahr? Um diese Frage dir selbst zu beantworten, solltest du dich an einen bequemen Platz setzen und in dich hineinhorchen. Überlege einen Moment und schätze dein Glück auf einer Skala von 1 bis 5. Die 1 zum Beispiel wäre super und so weiter. Was für eine Antwort kannst du dir geben? Oder überlegst du, was ist Glück? Glücklich sein ist gesund. Verbunden mit Freude, Zuneigung, Erfolg und Zufriedenheit. Du hast dein Glück selbst in der Hand. Denn glücklich zu sein ist eine bestimmte und bewusste Entscheidung, die man jeden Tag, jede Stunde und Sekunde neu treffen kann. Genau in diesem Moment. Glücklich zu sein ist eine Lebenseinstellung ohne Endziel. Auch das Glück kann unendlich sein. Und nun das Tolle. Ein besonderes Glück gibt es im Mondjahr 2020 für 3 Sternzeichen, dem Steinbock, der Jungfrau und dem Stier. Diese 3 haben 2020 das besondere Glück. Aber, und das ist das Tolle an diesem Jahr, für alle Sternzeichen stehen neue Herausforderungen für dieses neue Jahr an. Ende 2019 war Jupiter in das Zeichen des Steinbocks gewandert und bringt viele Veränderungen mit sich. Saturn und Pluto waren bisher im Zeichen des Steinbocks. In diesem Jahr werden sich 3 Planeten in diesem Erdzeichen befinden und damit neue Veränderungen bringen. Erstens, der Steinbock. Er bekommt die geballte Planetenpower und damit die Möglichkeit, Außergewöhnliches zu leisten, gesteuert von einer unglaublichen Motivation. Das Jahr 2020 wird definitiv sein Jahr. Entschlossenheit und Durchsetzungsvermögen bringen ihn ans Ziel. Du, Steinbockgeborener, glaube an dich. Zweitens, die Jungfrau. Sie darf sich glücklich zu den 3 zählen, denn 2020 wird ihr wahrer Erfolg für alle Bereiche ihres Lebens, Beruf, Liebe und Familie. Auch du, liebe Jungfrau, glaube an dich. Und zu guter Letzt der 3., der Stier. Er kann sich ebenfalls freuen, zu den 3 Glückspilzen zu gehören. Sollte er auf etwas Unerwartetes warten, ist das keineswegs etwas Schlechtes. Veränderungen bringen diesem Erdzeichen das Glück und neue Chancen zur Weiterentwicklung, vor allem in der Liebe. Also, lieber Stier, glaube an dich. Und alle anderen? Du weißt nicht, wie du glücklicher sein kannst? Ich sage dir, das entscheidest du. Denn das Glück liegt im Heute, im Hier und Jetzt. Vergangenes ist vergangen. Und die Zukunft? Naja, die einzige Zeit, die du verändern kannst, ist das Jetzt. Das schaffst du nicht? Dann kann ich für dich da sein, dir helfen, auf den Weg deines Glücks zu kommen. Ruf mich einfach an. Ich bin für dich da. Ich wünsche euch allen, das Glück zu finden. Und solltet ihr es bereits haben, dann haltet es fest. In lichtvoller Liebe, eure Deria.